Willkommen in der Welt meiner Wahrheit, meiner Schwingung und meiner Liebe. Zur Inspiration dieser Podcasts nutze ich häufig Texte, die auf Spiritscape vorgetragen wurden. Viel Freude dabei! Grazie Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, wie kann man diese Zeit am besten beschreiben? Es ist immer noch die Zeit der Vorbereitung. Ich habe einen Kommentar gelesen, der Aufstieg wäre jeden Tag und das stimmt und stimmt nicht, denn der Aufstieg, der für die Menschheit möglich ist, geschieht zum ersten Mal im Körper. Das bedeutet, Jesus ist nicht aufgestiegen auf Erden, Buddha ist nicht aufgestiegen auf Erden und so weiter und so fort. Denn dafür mussten die sterben. Dafür mussten sie ihren Körper verlassen. Nach einer Inkarnation hätte man dann rein theoretisch als fünftdimensionales Wesen wieder auf der Erde inkarnieren können. Mit all den Möglichkeiten, die man dann hat, auch körperlich. Das ist ja das Entscheidende, dass wir dann nicht mehr in diesem dichten Körper inkarnieren, sondern mehr oder weniger einen Lichtkörper zur Verfügung haben, aber noch körperlich sind. Ja? Und dazu möchte ich ein bisschen auf die Evolutionstheorie zurückgreifen, die ja nicht richtig ist. Die verschiedenen Arten von Tieren haben sich nicht nach und nach entwickelt, sondern sie sind sprunghaft entstanden. Im Prinzip könnte man sagen, sie wurden von einem oder mehreren Schöpfern auf den Planeten verfrachtet, aber nicht von einem Planeten auf den anderen, sondern aus einer Idee und dann, wenn ihr so wollt, wenn ihr es physisch betrachtet, aus dem Nichts heraus. Einen wunderbaren Vortrag dazu gibt es von Armin Risi, der sich so ganz speziell mal die Fledermaus herausgepickt hat. Die Fledermaus, die angeblich wie jedes Tier aus einem Einzeller entstanden sein soll, dann ist es so ein mausartiges Tier, was ja für eine Fledermaus erstmal eine gute Sache ist, ja? Dann sollen diesem Tier aber Flügel gewachsen sein. Und wenn man weiß, dass eine Fledermaus hauptsächlich aus Flügeln besteht, also unglaublich großen Flügeln, dann kann man sich diese Zwischenstation noch nicht Fledermaus, noch nicht flugfähig, gar nicht vorstellen. Das ist wie ein behindertes Wesen, das dann mit den Flügeln als Handicap über die Erde kriecht. Und letztendlich, wenn man dann wieder der Evolutionstheorie folgt, den Fressfeinden zum Opfer fallen müsste. Die dürfte es so gar nicht geben. Und die wurde auch nie gefunden. Über Millionen von Jahren, die wir Fossilien finden, haben wir immer nur Fledermäuse gefunden. Jetzt kann man sagen, gut, das ist noch nicht lang genug zurückgegriffen. Und die Fossilien, die uns da interessieren würden, die gab es damals noch nicht. Ja? Wir sind ja schon froh, wenn wir Dinosaurierknochen finden. Und davor muss es ja auch irgendwas gegeben haben. Aber wie gesagt, diese Zwischenform gibt es nicht. Und genauso stelle ich mir das auch vor mit dem Wandel des Menschen. Mit dem physischen Wandel, der dann dazu führt, dass wir immer mehr unser Lichtkörper sind. Eine Zwischenform ist schwer vorstellbar. Und wie gesagt, früher hat man dafür sterben müssen. Wenn wir das noch hinzufügen als Gedanken, dann verstehen wir, dass es etwas wie ein Event braucht. Und alles, was wir jetzt machen können, was ich überhaupt nicht kleinreden will, ist unser Bewusstsein zu erweitern und auch körperlich Vorkehrungen zu treffen. Das heißt, hydriert zu sein, uns vor allem gesund zu ernähren, um den Transformationsprozess zu unterstützen. Mehr Leichtigkeit zu entwickeln im Körper, das war ja so ein bisschen meine Aufgabe letztes Jahr und wird dieses Jahr
sicher noch weitergehen. Also das heißt, die Schwere zu verlieren, ganz physische Schwere zu verlieren, auf gut Deutsch nicht mehr so fett zu sein. Ja. So, für mich jetzt. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen mein Auftrag, aber ich bin da ganz gut angebunden. Und bevor etwas sehr schmerzhaft wird, bin ich lieber präventiv unterwegs und bereite mich vor. Und das letztendlich auf allen Ebenen, die mir möglich sind, die auch von mir einsehbar sind. Viele Dinge geschehen ja auch unterbewusst. Da hatte ich beim letzten Mal drüber gesprochen, dass wir nicht alles kontrollieren können. Und wir sind auch nicht für alles verantwortlich, denn es ist eine Evolution, die stattfindet. Und du hast dich entschieden, bewusst dafür entschieden, dabei zu sein oder nicht dabei zu sein. Wenn du nicht dabei bist, gar nicht dabei sein willst, weil du in der Dichte noch Erfahrungen machen willst, weil du noch nicht fertig bist mit dem Erfahrungsplanet Erde und dieser 3D-Schwingung, 3D-Dichte, die auf der Erde stattfindet. Das muss man übrigens nicht immer so negativ ausleben, wie wir das auf der Erde getan haben. Es kann und darf sehr viel lichtvollere Erfahrungen auf einem 3D-Planeten geben, mit mehr Gemeinschaft, mit mehr Sinn für Gerechtigkeit und Wahrheit. Und hier ist sicher einiges auch aus dem Ruder gelaufen. Und dennoch waren wir selbst ja auch lange Zeit nicht bereit, diesen Erfahrungsbereich zu verlassen, weil wir da unglaublich gut wachsen konnten daran und es uns eine große Freude bereitet hat, in diesem, ich sag's jetzt mal, wie es reinkommt, Räuberstück mitzuspielen. Mal als Opfer, mal als Räuber, mal als Gendarm, ja, mal als jemand im Hintergrund, der die Räuber lenkt und so weiter und so fort. Wie man sich's vorstellt, ja, in einem schönen, komplizierten Theaterstück. Und manchmal ist es nicht so schön, ja. Das haben wir, die wir erwacht sind, auch bitterlich erfahren. Unser Bewusstsein hat sich so weit ausgestreckt, dass uns viele, viele Missstände auf dem Planeten sehr deutlich ins Auge gefallen sind. Und wir dann auch mit diesem Begriff Spiel so ein bisschen hadern, weil das ein brutal blutiges und schrecklich grausames Spiel ist, das hier gespielt wird. Aber es ist nach wie vor ein Spiel. Als Kind war ich meiner Hexe, die Teil meines Puppentheaters war, schon so ein bisschen böse. Ja, ich habe auch mal schlecht davon geträumt, dass die so hinter einem Vorhang hervorgekommen wäre. Aber in Wirklichkeit ist man das ja nicht. Sie ist einfach Teil des Puppentheaters und sie hat eine ganz wichtige Funktion im Puppentheater, wenn dort nur Kasperle und Seppel eine Rolle spielen würden, würde quasi fast nichts geschehen. Ja? Vielleicht könnte man der Oma mal einen Streich spielen und vor dem Essen schon naschen, ja, und wird dann dabei erwischt. Und das kann auch ein bisschen spannend sein. Aber so richtig Pfeffer in die Sache, so richtig Würze in die Sache kommt rein, wenn die großen Bösewichter auf die Bühne kommen und ihr Spiel spielen. Nämlich dann der Räuber und die Hexe und so weiter und so fort. Und dann wird's richtig spannend. Ja, dann wird's dramatisch. Und deswegen können wir den dunklen Meistern auch immer dankbar sein, dass sie dieses Spiel so gespielt haben. Aber das gebe ich zu, das ist von einer sehr viel höheren Ebene aus, die man nicht immer einnimmt, wenn man auf die Welt blickt und all die Missstände wahrnimmt. Das ist auch klar und das ist auch menschlich, dass man nicht immer diese höhere Ebene einnehmen kann und nicht immer aus der Adlerperspektive das betrachtet. Und die Adlerperspektive ist zwar ein ganz gutes Bild, weil man es von oben sieht, und dennoch kann man es manchmal auch ganz genau sehen. Man sieht dann das schreckliche Ausmaß sehr genau, weil man so gute Augen hat und den Überblick hat und auch sieht, wie viele Menschen darunter leiden, wie viel wir uns gegenseitig antun innerhalb dieses Spiels. Das ist quasi die größte Aufgabe,
birgt aber auch das größte Wachstumspotenzial. Eindeutig. Naja, wie gesagt, der Aufstieg, man kann sich gut darauf vorbereiten. Gerade das Bewusstsein hat da keine Grenzen. Ihr könnt definitiv schon im 5D unterwegs sein, auch durch besagte Adlerperspektive, durch den Blick von einer höheren Ebene auf die Geschehnisse, auch aufs eigene Leben, auch ganz wichtig. Es bringt nichts, den Überblick zu bewahren, wenn es um andere geht und man selbst verstrickt sich in seine Beziehungsdramen und Konflikte und Traumata. Das machen auch viele. Manche sind recht weit, wenn es um andere geht, wenn es sie dann selbst betrifft, dann ist es noch sehr 3D, wie dann gedacht wird und wie auch gehandelt wird. Manche sind dann sich gegenüber auch schon sehr nachsichtig, so nach dem Motto, ja, jetzt gibt's halt mal kurz einen Alarm von mir und ich bin jetzt sauer. Und das darf man auch sein, dessen darf man sich auch bewusst sein. Nur gibt es auch so eine Art in der Spiritualität, dass man sich gegenüber immer nachsichtig ist und dann verpasst, an diesen Gelegenheiten zu wachsen, weil alles menschlich und alles in Ordnung ist. Und das stimmt, wirklich, das stimmt auch. Nur sind wir schon hier, um zu wachsen. Um, wenn wir Situationen erkennen, beim nächsten Mal anders zu reagieren. Uns dabei auch anders zu fühlen, wenn wir ganz ehrlich und empathisch an unsere Konflikte herangehen, dann sehen wir natürlich auch die Seite des anderen und verstehen auch, dass es nicht so ist, wie wir oft gedacht haben, die anderen sind schuld und wir sind die armen Opfer, sondern wir verstehen dann, dass wir vieles dazu beigetragen haben, dass Situationen eskalieren. Und da ist es nur bedingt eine Hilfe, dass wir uns selbst auch ständig vergeben können. Da kommt gerade was rein bei mir. Es ist natürlich sehr scheinheilig, das Beispiel. Aber meine Mutter hat früher in München in einer Klinik gearbeitet, wo auch Nonnen gearbeitet haben, also Schwestern christlichen Glaubens. Und die haben die Patienten beklaut, um dann zur Beichte zu gehen oder vielleicht auch einfach nur selbst zu beichten und sich selbst zu vergeben, um das dann nächste Woche wieder zu machen, wieder Patienten zu beklauen. Und die waren damit fein, weil sie gesagt haben, ja gut, wir beichten ja, ja wir vergeben uns. Diese Frauen sind aber den nächsten Schritt nicht gegangen, denn der Vergebung muss eigentlich immer die Erkenntnis vorangehen, dass wir uns ändern müssen, um demnächst eine andere Situation in unser Leben zu ziehen, um voranzukommen. Und wir sagen ja immer, wir können die anderen nicht ändern. Dann bin ich fast schon wieder bei einem fortführenden Text. Wir hatten letztens einen Text vorgetragen, den ich als sehr starke Wiederholung empfunden habe. Ja. Aber es ist immer wieder wichtig zu erfahren, dass unsere Beziehungen hier, unsere romantischen Beziehungen auch, ganz große Lernerfahrungen für uns beinhalten und oft eben sehr anstrengend sind. Und warum wir uns überhaupt darauf einlassen, ist, weil wir dieses Gefühl des Verliebtseins haben, dann können wir ja kaum anders, als den anderen anzuhimmeln, uns auch auf ihn einzulassen, um dann, ich habe es schon mal gesagt, ja, mein Lieblingsspruch ist ja, wegen Sex gehe ich nicht mehr aus dem Haus. Was im Prinzip beinhaltet, wenn ich jetzt so leiden würde darunter, dass ich keine romantische Beziehung habe, auch keine physisch romantische Beziehung habe, dann würde mir so stark etwas fehlen, dass ich viel machen würde, um das wieder in mein Leben zu ziehen. Und darüber bin ich hinaus. Ja? Ich brauche diese 3D-Erfahrungen nicht mehr. Also diese Beziehungslernerfahrungen nicht mehr. Natürlich kann man da auch einen Fehler machen und sich einer Erfahrung verweigern,
die sehr viel Wachstumspotenzial noch in sich tragen würde für einen selbst. Aber die Theorie ist natürlich richtig, wenn man anfängt, immer mehr Selbstliebe zu praktizieren, dann gibt man sich ja das, was man immer hofft, in einer romantischen Beziehung vom anderen zu bekommen. Viele Dinge, gesehen zu werden, auch eben, ja, geliebt zu werden, und zwar durch diese rosarote Brille am besten auch am Anfang, wenn es keinerlei Kritik gibt und wenn alles einfach nur wunderbar ist, was man selbst ausdrückt und was der andere ausdrückt. Und das nimmt ja oft dann eine Wende, ja? Das geht dann so weit, dass wir nichts mehr gut finden am anderen, und dann kommen so Beziehungsratgeber, die sagen und uns erklären, wann Beziehungen ihr Ende gefunden haben. Ja, die auch recht haben, aber ja, auf einer sehr niedrigen Ebene haben sie recht. Aber auch da kann man irgendwann einen Schlussstrich ziehen und sagen, das hilft nichts mehr. Ja? Also nochmal neu anfangen. Und dennoch hat man vermutlich daraus selbst nicht viel gelernt. Jedenfalls haben wir durch romantische Beziehungen in einem bestimmten Alter gelernt, du kannst den anderen nicht ändern. Also hoffentlich haben wir das gelernt, ja. Du kannst nur dich selbst ändern. Und wenn du dich selbst änderst, dann kann es sein, dass der andere nicht mehr zu dir passt. Das ist dann auch ein natürlicher Prozess. Das kann geschehen, da brauchen wir uns nichts vormachen. Es kann auch hart sein, ja. Es gibt auch Menschen in der Spiritualität, die weigern sich, diese spirituellen Schritte zu machen, weil sie Angst haben, ihre Beziehung zu verlieren, weil sie Angst haben, allein zu sein. Und nur als Beispiel, bei mir haben sich schon Frauen gemeldet, die mich gerne kennenlernen würden, auch mit einem gewissen Interesse, irgendwann eine romantische Beziehung zu führen, ja, mit einem Mann, der auch spirituell ist. Das ist sehr verführerisch oder verlockend, diese Vorstellung für manche Frauen. Aber sie war noch in einer Beziehung, ja. Also eigentlich unfassbar, ja. Dass man da nicht ehrlich ist und wahrhaftig ist und dem anderen sagt, du, also ich bin jetzt schon so weit, dass ich mir einen anderen Mann suchen würde. Ich glaube, das ist hier zu Ende. Nein, Sicherheitsdenken, bloß nicht alleine sein und erstmal den anderen kennenlernen, um dann zu entscheiden, ja gut, für den könnte ich mir auch vorstellen, meinen Mann zu verlassen, ja. Und das kann es natürlich auch andersrum geben, dass man halt seine Frau dann verlässt, ja, für eine neue Partnerin, die dann scheinbar besser passt, ins Lebenskonzept besser passt. Aber das ist verstandesmäßig natürlich geführt. Wie ist denn das jetzt, wenn man dann immer mehr Selbstliebe entwickelt, wird es dann unweigerlich dazu führen, dass man gar keine romantischen Beziehungen mehr braucht? Und das kann ich verneinen. Das wird so nicht sein. Man wird dann aber garantiert eine andere Qualität von romantischer Beziehung ins eigene Leben ziehen. Nämlich eine, die nicht auf Abhängigkeit beruht. Eine, die nicht ständig eruiert, wer liebt den anderen mehr, wo entsteht das Ungleichgewicht und am besten noch, wie kann man es ausnutzen, ja? Also nicht so bewusst. Bewusst wäre das dann schon sehr wieder eine narzisstische Ader, die man da ausleben würde. Aber unbewusst. Ja? Und ich hatte auch schon mal den Gedanken, meine Frau wird sich von mir wahrscheinlich nie trennen. Weil sie schon eine Scheidung hinter sich hatte, habe ich angenommen, für die Beziehung wird sie wahrscheinlich länger kämpfen, als normal ist für sie. Und ja, Pustekuchen. Da habe ich mich wohl geirrt. Ich habe das nicht ausgenutzt, aber den Gedanken hatte ich. Ja? Und vielleicht hat dieser Gedanke auch dazu geführt, dass ich mich weniger verändern lassen wollte. Ja? Dass ich noch mehr zu meinem Ausdruck gestanden habe, der aber nicht beziehungsfördernd war, möchte ich mal sagen. Ja? Ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Aber man merkt ja dann doch so ein bisschen, was will der andere eigentlich von einem. Ja? Nicht unbedingt, wenn jemand nicht viel spricht. Das war ein bisschen bei uns auch so. Aber so insgesamt hätte ich schon feststellen können, dass jemand da so ein bisschen drunter leidet.
Und ich aber selbst meine eigenen Prozesse angeschoben habe, seit ich 2006 erwacht war, um festzustellen, ich habe fast keine Selbstliebe. Das ist fast schon Selbsthass, den ich da lebe. Und das muss sich ändern. Und natürlich hat das einen riesigen Wachstumsprozess angeschoben. Und natürlich hat das dann auch dazu geführt, dass man sich auseinandergelebt hat. Und dass ich auch nicht mehr bereit war, großartig Kompromisse zu machen. Und dann war es irgendwann logisch, ja, dass es auseinandergeht. Nur während der andere Mensch vermutlich, das weiß ich gar nicht, ja, sich wieder ins Getümmel gestürzt hat sozusagen und sicher wieder jemanden kennengelernt hat, habe ich das nicht gemacht. Hatte ich überhaupt kein Interesse dran. Also sagen wir mal so, wenn ich auf den Knopf drücken könnte, dann hätte ich das gemacht. Ja? So nach dem Motto, jetzt hast du wieder eine funktionierende romantische Beziehung. Ich hätte wahrscheinlich auf den Knopf gedrückt. Aber so leicht ist es ja nicht. Und es gibt dann so gewisse Hürden und die war ich schon nicht bereit zu bewältigen. Da gab es bei mir schon eine Grenze und das Ganze manifestiert sich und drückt sich am besten in dem Satz aus, für Sex gehe ich nicht mehr aus dem Haus, damit man es verstanden hat. Aber ich habe natürlich auch verstanden, ich muss mich ändern, um eine sehr viel bessere, wünschenswertere Beziehung in mein Leben zu ziehen. Und mir war schon klar, oder besser gesagt, manifestiert hat sich das Ganze in dem Satz, der auch noch viel mit fehlender Selbstliebe zu tun hatte, ich hätte mich von mir auch getrennt. Also ich hatte so viel Verständnis für den anderen, dass mir mein eigenes Verständnis für mich fast schon vollkommen abhanden gekommen ist, sodass ich mich am liebsten auch von mir getrennt hätte. Ja, von meinen Eigenschaften, Eigenarten und Macken, wenn man ehrlich ist, echten Macken. Ja. Und weil ich das präventiv so gut angegangen bin, brauchte es auch keine romantische Beziehung mehr in meinem Leben. Das war überhaupt nicht notwendig. Und dennoch galt alles, was ich jetzt gemacht habe, der Vorbereitung auf alles, was kommen mag, eingeschlossen einer wünschenswerten, wunderbaren, romantischen Beziehung. Ohne, dass ich jetzt dastehe, ohne das kann ich nicht mehr leben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, nie wieder eine romantische Beziehung zu führen. Aber wieder auch, ohne davor Angst zu haben. Manchmal Sorgen vielleicht sind noch leicht vorhanden. Ja? Dass das Verständnis fehlt, ja, wie kann mich denn jetzt jemand mit meinem Lebensstil, mit meinem Lebensrhythmus auch, mit meinem Schlafrhythmus annehmen? Ja? Ich kann mir kaum jemanden vorstellen, der das mitmachen würde, aber, und das weiß ich auch, da fehlt mir dann einfach die Fantasie dafür, ja? Sondern da wird dann jemand in mein Leben kommen, der damit perfekt oder annähernd perfekt zurechtkommt und natürlich wird es dann auch Kompromisse oder einen Konsens geben. Denn das Leben verändert sich ja. Und diese Veränderung macht man dann wahrscheinlich wieder gerne für einen anderen Menschen und ist wieder sozusagen kompromissbereit. Das Wort Kompromiss mag ich nicht so gerne. Kompromiss bedeutet ja immer, dass beide letztendlich darunter leiden. Keiner kriegt das, was er will. Ja? So könnte man Kompromiss dann auch beschreiben. Und da ist viel Wahres dran. Also Konsens wäre da wünschenswerter. Aber das ist natürlich zu weit gedacht. Ja? Das sind so, sage ich mal, diese menschlich völlig nachvollziehbaren Unsicherheiten, wenn man die letzte romantische Beziehung gelebt hat, gefühlt vor 10 Leben, weil man sich unglaublich weiterentwickelt hat in dieser Zeit und es noch gar nicht anders kennt. Da fehlt dann einfach die Erfahrung einer hochschwingenden Beziehung, die jetzt aber möglich sind. Und deswegen, auch wenn der Text so ein bisschen in die Richtung ging, du wirst dir die Liebe immer selbst geben, die du früher von anderen bekommen wolltest. Und dann könnte man den Schlussstrich drunter ziehen, gut, dann bin ich damit durch. Ich liebe mich ja selbst, also brauche ich die Liebe eines anderen nicht mehr. Schluss aus, Mickey Maus. Und das wäre der falsche Schluss, denn wenn wir so etwas Großartiges
wie romantische Beziehungen auf dem Planeten Erde und so etwas wie Selbstliebe gemeistert oder annähernd gemeistert haben, dann kann man schon sagen, ja, dann gibt es eine Belohnung, von der ich letztes Mal auch gesprochen habe, was automatisch in unser Leben kommen wird. Und wir gehen ja auf eine Zeit zu, wo unsere Körper wieder jünger werden und viele von uns haben diesen Alterungsprozess auch schon deutlich verlangsamt, manche sogar vielleicht komplett eingestellt. Und dennoch ist es eine Zeit der Vorbereitung. Wirklich jünger geworden ist auch noch niemand. Zumindest habe ich das noch nicht miterlebt, gesehen bei anderen Menschen. Auch bei mir nicht. Ich habe sicher nicht so viel Falten, wie man in meinem Alter vielleicht haben könnte. Die grauen Haare habe ich ja schon seit Mitte 20 und waren für mich noch nie ein Ausdruck von älter werden, weil ich es gewohnt bin, ja? Also auch schon in jungen Jahren. Ja? Ich habe ja die Geschichte mal erzählt, da war ich noch nicht 30 und ein Arbeitskollege, ein älterer, hat mich gefragt, warum ich mir denn die Haare färben würde, ich sollte doch zu meinem Alter stehen. Und dann habe ich gefragt, ja, wie alt glaubst du denn, dass ich bin? Und er so, ja, wie alt bist du denn? Also er hat sich nicht getraut. Dann weiß ich nicht mehr genau, wahrscheinlich war ich 27, 28, 29, ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß nur, ich war auf jeden Fall nicht 30. Und er dann so, ja gut, dann würde ich sie mir auch färben. Alles klar, ja. Und jedenfalls spielt es ja auch eine Rolle. Es gibt ganz wenige Filme, wo romantische Beziehungen zwischen älteren Paaren dann thematisiert wird. Romantische Beziehungen, die hat man in der Jugend, bei der ersten großen Liebe oder wenn man dann im heiratsfähigen Alter ist, wenn man dann noch Kinder bekommen kann, dann spielt es so eine Rolle, ja. Das mag sich auch so ein bisschen verschoben haben. Hollywood hat es so ein bisschen der Realität angepasst, dass auch viele Mitte-30-Jährige noch nicht in einer großartigen, ernsten Beziehung sind und sie dann immer noch auf der Suche sind. Aber es gibt ganz wenige Filme, wo die Menschen deutlich über 50 sind, die sich dann kennenlernen und verlieben und so weiter und so fort. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, es gibt auch solche Filme, aber sehr wenige. Und woran liegt es so ein bisschen, ja? Das liegt auch so ein bisschen an unserer Jugend. Wenn du mich gefragt hast, als ich noch jung war, ich habe mal so ausgerechnet, wie alt ich wäre, wenn denn dann das Jahrtausend vorbei wäre, also im Jahr 2000, wenn du dann so 1984 mal guckst, wie alt bist du denn dann? Um Gottes Willen, dann bist du 16 Jahre älter als jetzt. Da bist du ein alter Sack, ja? Mit über 30 ist man dann einfach alt, ja, aus der Sicht. Oder meine Stieftochter, die, als es so ein bisschen aufs Thema Sexualität zu sprechen kam und klar war, dass meine Frau und ich auch noch Sex haben, die dann so, will ich nicht hören. Das kommt ja auch daher, weil man einfach nicht mehr so schick ausschaut. Würden wir jetzt immer ausschauen wie junge Erwachsene, auch in einem hohen Alter, dann wäre es kein Problem. Gerade wenn es um Vampirfilme geht, ja, dann kriegt man das mit. Die sind ja oft schon uralt. Und wenn die aber jung ausschauen, ist es vollkommen in Ordnung, wenn die dann romantische Beziehungen anfangen mit Teenagern. Ja? Also bei Twilight haben wir sowas, dass ein Vampir eine Beziehung anfängt mit einer jüngeren Frau, mit einer Teenagerin eigentlich, und er selbst als Tarnung noch in die Schule geht. Wir haben das auch bei Vampire Diaries, ja, da sind die Vampire ja schon uralt und sind trotzdem, beide Brüder sind trotzdem scharf auf die hübsche Brünette in der Serie. Wenn die so ausschauen würden, wie sie alt sind, dann wären wir relativ angewidert. So nach dem Motto, wie kann der 300 Jahre ältere Mann, der ja nur noch Rollstuhl fahren kann, ne? Was von der 16-Jährigen wollen? Ja? Das finden wir ja nicht normal. Ja? Das ist es auch dann vielleicht gar nicht. Aber das hat eigentlich nur mit dem körperlichen Zustand zu tun. Und wenn der
dann wieder von uns durch die Kontrolle über die Zellen in Schuss gebracht wird, ja, dann gibt es da keine Grenzen mehr. Dann sind wir sozusagen auch objektiv gesehen, ja, wie objektiv das auch immer ist, sexuell attraktiv und sind halt einfach nicht alt und schwammig und faltig und weiß ich was, ja. Und haben Mundgeruch und Schnarchen und weiß ich, was da alles dazukommt. Ja. Ich will's euch ja nicht mies machen, ja. Ich will's euch ja nicht madig machen. Aber wir gehen da auf eine richtig gute Zeit zu und man kann sich darauf auch freuen. Und ich kann auch so lange noch warten, ja. Kein Problem, kein Thema. Und ich muss aber auch nicht so lange warten, ja, um das auch zu sagen. Und dann sind wir schon wieder bei dieser Idee, wir sind in der Vorbereitung, aber wir sind noch nicht da. Auch diese sprunghafte Verjüngung, wie ich sie gerade beschrieben habe, braucht ein Event, braucht einen Schubser von Gott, wenn ihr so wollt, aus dem Universum. Und auf diese Zeit gehen wir ja zu. Das ist das, was geschehen wird. Nur macht es auch überhaupt keinen Sinn und es würde auch nicht stattfinden, wenn die Erwachten jetzt sagen würden, gut, dann warte ich ab. Das haben einige von uns gemacht. Die sind nicht gut damit gefahren, muss man auch sagen, weil wir auch jetzt, egal in welchem körperlichen Zustand wir sind, egal in welchem Bewusstseinszustand wir sind, wir können an uns arbeiten, wir können die Veränderungen zulassen, die auch ganz natürlich in unser Leben kommen werden, weil so viele Wesenheiten, inklusive unserer Geistführer, uns helfen wollen, spirituell zu wachsen. Und dann werden wir auch automatisch, unter welchen Bedingungen auch immer, ein besseres Leben führen. Und glücklicher sein, zufriedener sein. Und das ist schon erstrebenswert, würde ich mal behaupten, ja. Bei allen schlechten Gedanken, die man sich machen kann, wenn man wieder viel Freude in sein eigenes Leben hereinlässt, dann gibt es wahrscheinlich wenige Menschen auf der Welt, die sagen würden, nee, damit kann ich nichts anfangen. Ich bin weiterhin gerne depressiv und zynisch. Ja? So. Eher nicht. Und das können wir jeden Tag jetzt schon für uns manifestieren, für uns erschaffen. Und deswegen könnte man rein theoretisch auch sagen, ja, der Aufstieg findet jeden Tag statt. Etwas, was uns immer mehr in diese Richtung bringt, ohne dass es uns über die Schwelle bringen wird. Denn über die Schwelle geführt werden wir durch das sogenannte Event. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Haut rein, bis dann. Ciao, servus, liebe Grüße, euer Wolfgang.